Guck mal, Nico, ne? Der hat 102 Panzerung. Das ist Trumpf. Ich schwör's dir. Was haben wir noch? Hey, Maurice! Kuckuck! Kennst du den Peppi? Hat doch dein Papa. Kennt ihr? Ja, auch, ne? Oh! Der kann das auch cool, Jungs! Guten Morgen, Männer. Ich bin Panzerkommandant Kuschinski. Herzlich willkommen zur Panzersimulationsprüfung 1 BOT. Zu eurer Information mit dem Code TANKMANIA bekommt ihr den Panzer Excelsior. 250.000 Credits und natürlich 7 Tage Premium. Außerdem 3 Panzer für 10 Gefechte zur Leihe. Den und den. Gut, gucken wir uns mal an, was wir hier so haben. Lange, oder? Jawohl, Herr Panzerkommandant Kuschinski. Machen Sie dich mal fett? Jawohl. Gut sieht's aus. Danke. Welches Modell haben Sie denn geliebt? Den Leopard, denn nur sein Rohr ist lang und hart. 105 mm Zugrohrkanone. Das haben wir nicht gefreut. Gut. Dann haben wir hier. Linke. Linke. Was waren Sie denn am liebsten? Jagdpanzer oder Artillerie? Artillerie. Was? Ekelhaft, holst du meinen Kaffee? Schmutz. Richtig so. Geht schon mal hier rüber zu dem hier. Ich hab gesagt Kaffee! Fährst du gern Panzer? Na klar, dann hast du eine Panzerfahrer. Welchen denn? Artillerie! Ich fahre IS-7. Hast du einen T-10-Panzer? Digga? Und wir fangen an! Ich bin der freiwillige Panzerkommandant von Schleswig. Ich bin vorbereitet. Ich habe alle richtigen Damen hier gelernt. Linke, Lande, 1, 3, 5 Fliegestütze, sofort! Maxi, 1, 3, 5, Panzer, Marsch, 1, 3, 5, Panzer, Marsch, 1, 3, 5, Panzer, Marsch, 1, 3. Maxi, komm mal ran jetzt! Pack die Karten weg! Oh, der Tiger ist noch da. So, Kaffee? Oh, hoppala. Erstmal haben wir hier einen Spuckschutz aufgebaut. Reiß dich zusammen! Margarete, die wartet auf mich draußen vor der Türe, aber hier haben wir den T-28 Prototyp. Das ist ein ordentliches Geschoss. T-8er Klasse. Ha? Ja, ich finde, aus der Reihe ist das der schwächste. Haben sie denn die gute Gun wenigstens? Natürlich habe ich die gute Gun. Die T-10er. Oh. Oh, die Kneipe. Damit wämmst du die Leute richtig aus dem Kalender. So. Wie heißt denn du eigentlich? Wie heißt er? Ich habe doch gesagt, Kuschinski. Kalle Kuschinski, da oben, hier steht's doch. Kalle. Cool, cooler Name. So, Maxi, jetzt haben wir lang genug geschnackt für die Prüfung. Gehen wir jetzt mal mit einem T28 Prott ins Feld. Mit der 10er-Gun, hast du ja schon gecheckt, ne? Ja, ist cool. So. Mein 5er-Bonus hast du noch. Ich habe sogar Premium. 340 Tage. Mach mal Reserven an. Oben aufs Plus. Das Ganze links. Nee, warte, das rechts davon. Wir machen eh nicht mehr als eine Stunde. Oder wie lange geht denn die Prüfung? Und 300% für eine Stunde. Nein, ja, nein, ja, ja. Kennst du dich? Jetzt aber schon! FV? Nein!
Was war das jetzt? Heulen oder lachen, Digga? Heulen, Digga. Du hast gebrüllt wie so. Ja, Arbeitsgefecht. Oh, gutes Matchmaking. Nur eine Arti? Komplett T8? Problem ist, mit der Kiste sind wir scheiße langsam. Verstehen Sie? Verschieße. Ja, aber du kannst so ein Dings reinpacken. Turbolader. Ja, es ist doch jetzt hier nur einfach mal zu ob. Turbolader drin? Nein. Hey, Lost in Space, Digga. So, jetzt gucken Sie mal hier hin, Maxi. Das ist ein Achter. Ja, rechts ran, hinter den Hügel, ja. Also, ich habe hier alles im Griff. Du kannst jetzt von da oben und von links gleich... Nee, da war doch rot. Du lädst so lang nach. Nee, ich drehe jetzt. Kannst du vergessen, die pieken immer nur mit dem Turm. Er war fast drin. Aber das Ding ist, der piekt immer nur mit seinem Turm, das ist lost. Ja. Während er dich komplett in die Seite ballern kann. Fahr da rechts rüber an den Hügel. Du hast Gun Depression. Fahr schnell, der schießt. Ja, der kriegt mir jetzt krieg ich ihn natürlich. Nein, drehen. Bitte rollen Sie sich! Du bist vorbeigefahren. Jetzt habe ich einen Arsch bekommen. Sidescrape da. Sidescrape. Nicht die Unterwanne zeigen. Oder links! So. Nein, doch. 400 Schaden. Aber du wirst von hinten beschossen, Kalle. Digga, seit wann spielst du? Bist schon tot. Stufe 7. Macht mal am meisten Credits mit. Weil Kosten sind nicht so hoch. Zum Reparieren. Nein. Munition. Clan-Reserven an? Schreib doch den Jungs vom S135. S135 treten sie jetzt. Unser Clan, Digga. Also wie ich merke, Max, du kennst dich ja schon so ein bisschen aus, ne? Finde ich gut. Ich meine, für die Prüfung ist das auf jeden Fall vorteilhaft. Nicht getroffen, Digga. Du Proxy-spottest ihn. Ja, ja. Fahr näher ran, damit die Arti ich nicht... Ah, es gibt keine Arti, sehr gut. Ich hab den mal markiert, damit die mir helfen. Hilfe! Aua. Ja, der Proxy sieht mich auch, ne? Das ist das Problem. Du bist gespottet. Er hat's eingeschlagen vor mir. Ey. Hier, Digga. Haben Sie gesehen, Maxi? Was war jetzt Prüfungsbestand? So machen wir es nicht, ne? Da, rechts. Einschießbar. Warten. Schuss. Treffer. Safe. Safe? Safe Call. Safe Call? Meinst du, den habe ich getroffen oder was? Nicht tunneln. Wo ist das nächste Ziel? Aus. Ja. Sehr gut, Soldat. Ich bin hier, der Kommandant. Warten. Geduld. So, abgeprallt, scheißen Dreck. Oh! Lad nach. Aber nicht direkt schießen, nein. Jetzt links wieder, guck. Oh, warte. Nein, ja. Und zurück. Der CS, der ist wichtig, der muss sterben, sonst deckt der dich auf. Guter Call. Weiter rechts der Skoda. Rechts im Tal ist Scorpion. Okay, Hügel, drei Ziele. Los, weiter links, der ist nicht einschießbar. Okay. Du solltest jetzt langsam... Mich verpissen. Ja, schaffst du nicht. Bis nach rechts eindrehen. Da, rechts ist ein Gegner. Schieß. Erwischt. Sehr gut. Geblockt. Nach vorn fahren. Ja, überrannt. Wäre besser gegangen. Finde ich nicht gut. Jude, ich habe das jetzt demonstriert, wie das... Progetto, der kann was. Progetto, Amaretto. Ah, ist also auch eine T8er Stufe. Finde ich gut. Ja. Guter Mann. Ja, aber... Ja, ist ja auch hard to get, ne? Ich habe auch T10. Ihr ist 7. Hast du T10? Sag mal, wo hast du denn T10 her? Gegrindet. T9? Hast du T9? Das ist der nach dem Prototyp, den du gefahren hast. Ja, zeig mal, was du so kannst. Ich meine, es geht ja hier immer noch um eine Prüfung, ne? Vielleicht hast du es ja schon vergessen. Du bist geprüft, nicht ich. Ja, ich mach mir ich keine hab schon Sorgen. Bestanden, Bruder. Naja, weiß nicht, ob man das so nennen kann. Um die Prüfung zu bestehen, brauchen Sie mindestens einen Abschuss. Ja, sagen wir 3. So, wie sieht's aus mit dem Manöver? Das war eine Kelle. Lagshot. Achtung, erster Kill. Ey, schon mal deutlich mehr als du. Ich habe ja nur gezeigt, wie das Spiel irgendwie, also... Oh, wie ich hier stehe, passt genau an den Berg.
Schöner Schuss. Schöner 800. Schuss. Voll Schöner in die Rüstung. Ja, 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 das hat Spaß gemacht. Danke, Herr Kommandant. Draufbleiben, bis der Geduldsfaden reißt. Ne? Ja, 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 du sagst es, Digga. Und das ist ein Snack. Jawoll! Abgeholt. Ja, finde ich gut. Abschuss Nummer 2. Direkt eingepackt. Der war cocky. Ah. Ja, ist nur die Arti. Alles gut. Ah. Das ist die zweite Arti, die mögen mich. Ah. Da bin ich mal gespannt, wie sie aus der Sache wieder rauskommen, aus der Nummer. Ne? Da muss man erstmal wieder schaffen. Also ich brauche nur einen Kill, um die Prüfung zu bestehen, ne? Mhm. Ach, schade, ne? Haben sie nicht geschafft. Ja, weiter geht's. Ha. Oh, das ist natürlich jetzt bitter, ne? Ist okay, war HE, die haben den Berg getroffen. Mhm. Und meinst du, den kriege ich? Nein, nein, nein. Junge, hab ich dich gefickt, Bruder! Guck mal, Überlegungsabzeichen. Sprengmeister. Stufe 10 wird als nächstes gemeistert. Schaffen sie dann auch 3 Abschüsse oder was? Na klar. Und Feuer! Zack, da hast du den ersten. Einen hab ich. Sehr schön. Ja, der besteht am Ende noch, ja? Oh, 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 oh. Vorsicht. Vorsicht. Komm. Alter Bruder! Den hast du richtig weggehauen! Zwei! Geil, ey! Oh mein Gott! Ich bin verliebt. Komm ich in die Kaserne jetzt? Digga, die sind so Lost in Space 15-1. Voila! Er muss auch knallen, ja. Digga. Gut!